Robbie Welsh aus Deutschland. Er startet auf der Bahn 1. Er, der in diesem Jahr schon nahe an seine persönliche Bestleistung rangelaufen ist. Joris van Gool auf der Bahn 2, der Niederländer. 10-16 seine persönliche Bestleistung. Amaury Gouletin, der Franzose, dann auf der Bahn 3. In diesem Feld der zweitschnellste, wenn man von den persönlichen Bestzeiten her schaut. Und die schnellste persönliche Bestzeit hat dieser junge Mann. 22-jährig ist der Filippo Tortu aus Italien. Er, der den Rekord des langjährigen 200-Meter-Weltrekordhalters Pietro Menea unterbieten konnte mit seinem 9,99. Teamkollege in der Staffel Lamont Marcel Jacobs hat seine Form gezeigt. 10,10 ist er schon gelaufen in dieser Saison. 10,03 seine persönliche Bestleistung. Könnte durchaus sein, dass er der zweite italienische Sprinter ist unter der 10-Sekunden-Marke. Jean Saffo Antwi, der Ghanese, 30-jährig. Mit 10,14 als persönliche Bestleistung. Und dann Alexander Askovic, der Deutsche, auf der Bahn 8. Tortu nicht so gut aus den Blöcken gekommen, aber er war auf der zweiten Streckenhälfte Start und das ist ein knappes Rennen. Van Gool, Tortu oder Saffo Antwi, das die drei, die das Rennen unter sich ausgemacht haben. 10,19. Die Siegerzeit, es scheint wieder Filippo Tortu zu sein, der auf der zweiten Hälfte noch aufdrehen konnte und das Rennen dann für sich entscheiden hat können. Er wird als Sieger bekannt gegeben, 10,18, somit ein wenig langsamer als mit Gegenwind im ersten Lauf. Ein ganz wenig Rückenwind, 0,2 Meter pro Sekunde und hier auf den letzten Metern schiebt er sich vorbei. Sto pian piano arrivando alla forma ideale.